Verflixt. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Let's Play mit Lars Pausen, Lars Florentin, Lars Wilbel. Wir spielen Parkinson, das neue Abenteuer von Michael J. Fox. Kleiner Gag am Anfang, ich konnte es mir nicht unterdrücken, Leute. Wir spielen ein VR-Spiel, virtuelle Realität. Das heißt, ich spiele und Lars schaut sich irgendwie ein paar lustige Internetvideos an und kommentiert die lustig. Ich habe einen Hut. Lustig. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Ich dachte ja wirklich, wir spielen heute verflixte Klicks schon, Florentin. Und jetzt kommst du hier live on air, sagst du mir, dass ihr doch noch nicht verflixte Klicks. Leute, wenn euch das hier gefällt, ja, was ihr hier gerade seht, dann schaltet mal schön nächste Woche ein, wenn es wieder heißt Boom, Bottled Up, verflixte Klicks, Boom, Bottled Up, verflixte Klicks. Und so weiter. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. So, wir steigen ein in die Zukunft. Sie ist hier. Virtuelle Realitätsspiele sind der neue heiße Scheiß. Ich brauche nur. Oh, alles klar. Ich habe tatsächlich. Florentin Will trägt die Brille. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was der Zuschauer jetzt sieht. Kannst du mir mal kurz beschreiben, was jetzt auf dem Monitor zu sehen ist? Ich kann es so ein bisschen kommentieren. Wir haben hier Menüpunkte. Extrem uninteressant und ununterhaltsam. Ich möchte, dass du so schnell wie es geht anfängst. Aber ist ganz geil. Also, ich habe den Trailer zum Spiel gesehen, weil mir das angeboten wurde, quasi dieses Spiel. Oder es wurden uns noch zwei andere Sachen, zum Beispiel der Motorsport-Simulator. Du weißt, Motorsport-Manager. Ich werde leicht existenzialistisch, wenn ich mich nicht um jemanden. Ah, mach mal neu, okay. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut, bitte. Alter. Chiller nehmen. Uns wurde zur Auswahl gegeben Motorsport-Manager. Ich wüsste nicht, was wir beide im Entferntesten mit Motorsport zu tun haben. Uns wurde zur Auswahl gegeben irgend so ein Jump-and-Run-Quatsch. Und noch diese Super Tycoon, Mario hieß Tycoon mit irgendwelchen Eisenbahnen, was auch ganz geil gewesen war, wäre. Aber wir haben natürlich uns für Robinson entschieden. Und ich habe den Trailer gesehen, das eigentlich ganz geil sah es aus. Es geht um Dinosaurier, Florentin, du weißt, dass ich Dinosaurier mag. Endet die Reise eines Schiffs tragisch. Ein Junge erreicht die Oberfläche. Aber er ist nicht allein. Boah, wie ich das lasse. Hey, Leerzeichen vor den drei Punkten. Lieb, keine ja. Leerzeichen vor Satzzeichen, Leute. Auch nicht bei einer Zombie-Apokalypse. Hicks, sieh dir das an. Okay, ich glaube, wir befinden uns in einer Höhle. Guck mal da oben. Die Scans zeigen an, dass dies ein Hochrisikobereich ist. Was zeigt das halt genau an? Das ist ein Hochrisikobereich. Nee, was sind genau die Signale, die er schon kennt auf dieser neuen Insel? Oh yes. Dass da ein Dinosaurier vielleicht gerade schlüpft? Könnte das ein Indiz sein, dass es ein Risikobereich ist? Es ist ein anderer Planet da, was? Nicht die Erde? Oder sind wir nur in der Zeit gereist? Oder ich was? Glaube, es ist ein anderer Planet. Die sind abgestürzt mit der Raumsonde. Aha, so, und der andere Planet gesehen. Sieht genauso aus wie die Erde, nur mit Dinosauriern oder was? Das ist die Idee. Du hast doch noch nicht viel gesehen, Mensch. Oh, guck mal, hier sind überall kleine Band. Ach, schau mal, hallo. Also, wir befinden uns in einem Nest eines Dinosauriers. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass man nicht in einem Nest von einem Dinosaurier. Ja, wenn ich eines gelernt habe, dann, dass Dinosaurier Federn hatten und eigentlich überhaupt nicht so aussahen. Zum Füttern hochdrücken, alles klar, mache ich. Hat wohl jemand zu viel Jurassic Park nicht gesehen. Hallo! Ist ein bösartiges Raum. Hallo! Hallo! Guck mal, da kann man ganz nah rangehen. Hallo! Hör mal, was sieht denn jetzt der Zuschauer? Kannst du mir da ganz kurz mal helfen? Also, ich sehe jetzt hier einen kleinen Dino. Aber siehst du auch, wenn ich meinen Kopf bewege und so? Ja, also kriegst ich du das mehr. Jetzt ist sowieso alles schwarz. Ja, jetzt ist gerade schwarz. Ich glaube, du wurdest gefressen. Das ist immer so ein interessanter Moment, wenn es ganz schwarz ist. Sieht man nämlich die Struktur der Brille innen. Da wird man so für einen Moment komplett aus der Realität gerissen. Ja, es lädt jetzt. Und es ist so, man sieht die Struktur der Realität. Das hat so einen ganz verrückten Moment. So. Guten Morgen, Robin. Gut, vergessen wir das mit dem Dinosaurier. Jetzt sind wir hier. Woanders, okay. Ja, das habe ich schon verstanden mit dem Kopf bewegen. Aber wir haben hier eine Substantivierung des Verbs umsehen. Korrekt geschrieben. Freut mich. Ach so, das war, ist ein Anliegen, dass man die Substantivierung von Verben nicht... Ja, die meisten Leute schreiben das klein und sind damit auch klein im Geiste. Ja, wie funktioniert, wenn du jetzt sagst, Schwimmen macht Spaß. Gut, Satzanfang jetzt. Mir macht Schwimmen Spaß. Schreibt man dann Schwimmen groß oder klein? Das google ich jedes Mal und Google liefert mir jedes Mal die korrekte Antwort. Sehr gut.
Alles klar. Nein, also, schwimmen kannst du groß schreiben, aber ich glaube, ja, du musst groß schreiben. Aber wir sind nicht da, um Duden-Diskussionen zu führen. Also, ich laufe dir die Gegend, habe diesen Knödel in der Hand. Allerdings unterstützt dieses Spiel nicht diese Motion-Control-Steuerung. Ja. Was ein bisschen komisch ist, wenn man genau so ein ähnliches Ding hatte und das eine für die Immersion eine wirkliche Gaumenfreude wäre. Aber es geht nicht. So. Dies ist eine Notrettungskapsel der Immersion schreibt man klein. Bei einem Absturz hat ich finde es so toll, dass man durch diese Virtual Control auch die Emotionalität des Charakters darstellen kann. Man kann das gesamte Spiel so spielen und schon denkt man, der ist die ganze Zeit traurig. Man muss auf den Boden kommen, ich will da nicht raus. Aber der hat einen sehr schweren Schimpansen auf dem Rücken. Das kann natürlich auch sein, das kann man sich natürlich bauen. So, und raus, komm jetzt! Hopp. Ja, es geht doch los, aber ich bin... Oh mein Alter. Gott, eine unscharfe Welt in 720p. Holy shit. Immer noch, auch nach einem oh, ich bin aber traurig. Was sagt er? Kannst du glauben, dass wir auf dem Schiff mit 100 Millionen... Ah, die Stimme kenne ich irgendwoher. Warum laufe ich denn so langsam? Wo sind meine Beine? Seine eigene Stimme. Guck mal, da ist meine Hand. Ja, du hast keine... Guck mal, ruf mal Leica. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich muss hier... Leica, wenn ich eins aus Metroid Prime gehört habe, dann geh immer in die entlegensten Ecken und immer in die gegenteilige Richtung von dem Missionsziel. Da findest du nämlich die Health Container. Kann ich da durchlaufen? So, wir sind hier natürlich auch live gerade, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, keine Aufzeichnung. Hier sieht mich niemand. Also kann ich eure Kommentare hier im Chat, deswegen bin ich hier am Social Laptop, jederzeit lesen. Oh, oh, was haben wir hier? Ah, das Wix. Was haben wir hier? Da ist ja, die Dinosaurier. Ja, das Stromproblem betrifft auch das. Ohne schwere Objekte. Ich habe die Dinosaurier gefunden. R2 drückt, um Objekte zum Schweben. Deine Freundin kommt sicher erst schweben heraus, wenn wir das kann. Alles klar, R2. Aber kannst du mir eingefallen tun, einmal Leica rufen? Ich will wissen, wer das ist. Ist das ein Hund? Oder, ach, das ist dieses Scheiß. Das ist ein Fotoapparat. Nee, das ist dieser Roboter, der interessiert mich nicht. Ah! Oh, guck mal, ich kann wie in Skyrim Sachen durch die Gegend werfen. Hallo, okay, die Leica. Freie Bohne. Hallo, Strisphero. Hallo, Reuven. Guck mal, ich lüge nicht. Hallo, oh, oh, Aus. Oh. Doom. Meine Herren, das hat aber eine ganz schöne... Die Stromerzeugung ist suboptimal. Die Wasserturbine ist defekt. Guck mal, da sind Flugdinosaurier. Ja, auch ganz anders aussahen. Die sahen viel mehr aus wie riesige Waschbären. Das wissen ja die meisten das auch nicht. Bei diesen Dinosauriern gibt es ja viele. Weil die fliegenden Viecher hatten nämlich keine Federn. Die hatten Waschbärfell. Oh, warte. Ach, shit, jetzt ist es weg. Ja, gut, dann können wir sie auch sein lassen, einfach, wenn du hier Scheiße baust. Es ist echt sehr irritierend, dass du nicht den Blickwinkel mit dem Controller veränderst, sondern mit der. So hörst du nicht auf mich. Diese Dinosaurier sorgen dafür, dass das Tor zu ist. So nämlich. Das Tor geht erst auf, wenn diese Tiere weg sind. Ah, vielleicht da kann ich nicht durch. Vielleicht könnte dein Haustier doch mal nützlich sein. Ja, dann lass mich die doch mal greifen mit meinem Greifarm. Okay, wir dürfen aber eine Sache nicht falsch machen, hier jetzt ewig rumdöseln. Und ja, ja, aber ich komme schließlich nicht weiter. Ja, weil du nicht auf den Mann hörst. Warum bin ich jetzt das fucking langsam auch? Weil du nicht auf den Mann hörst, der hätte dir schon längst Sprintmöglichkeiten gegeben. Kann ich nicht sprinten oder so? Ey, ist echt... Also ich wenn das Wix nur online wäre, dann könntest du das aufheben. Wenn was online wäre? Also ich kann nur diese kleinen Kisten nehmen, okay. Du wirst wahrscheinlich mit dem Laserstrahl, den du gerade abgefeuert hast, irgendwas aktivieren müssen. Verstehst du das nicht? Ich versuche jetzt mit der Kiste Dinosaurier zu vertreiben, damit wir diese Schranke aufmachen können, Lars. Oder du machst was mit dem Laserstrahl. Warum bin ich denn so langsam? Weißt du eigentlich, wie viel Anziehungskraft auf dem Scheißplaneten da herrscht? So, jetzt pass mal auf, jetzt werfe ich den hier drüber. Bäm! Du wiegst 200 Kilo. Und ich lenke die Dinos ab. Du wiegst 200 Kilo und auf dem Planeten 400. Oh, snap! So. Ja gut, Leute. Ich hab... Da ist auch irgendwas. Hier entlang. Ja, hier entlang, wo denn? Ja, ich werde auch gleich mal spielen. Die Leute schreien danach. Ja, komm. Leute, gebt mir doch eine Chance. Wo ist der Typ denn? Ah, hier. Alter, Florentin nervt. Jetzt lese ich natürlich nur die negativen Kommentare. Die ganzen Heiratsanträge skippe ich. Alles klar, ich gebe mir wirklich große Mühe. Aber er sagt hierher und jetzt ja, wohin denn? So. Könnte ich dich nochmal dran erinnern, dass du gerade irgendeinen fancy Laserstrahl abgefeuert hast? Siehst du hier? So. Die Wasserturbine ist. Dankeschön. Ah, ah ja. Vielen Dank. Der große Zocker und Let's Player Lars Paulsen hat das Rätsels Lösung gefunden. Sorry. 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 Autsch. Florentin reckt. Au. Warte, warte. No. Nimm das. Hör mal auf zu recken, ey. Was heißt recken? Ja, das ist auch schwer in dem Kontext zu erklären.
Ist das, was du machst, einfach. Sag mal, Kinder, das ist unser Freund, du sollst ihn nicht mit Dosen abwerfen. Autsch. Alles klar. Okay, warte. Friendly fire is not allowed. Ich werf die mal hier zumindest da hinten, vielleicht kann man die später noch für irgendwas benutzen. Florentin, hör jetzt auf zu recken. So. Wir haben Strom. Wir haben Strom, die Turbine ist online. Gut, ich lese hier mal die Kommentare weiter. Schau mal, die Räder drehen sich in die falschen. Nee, tun sie nicht, okay. Sorry. Ich mag Florentin, aber Let's Plays kann er nicht gut. Higgs an. Florentin, mach was. Ja, was tue ich denn? Hör auf, den Companion zu missbrauchen, Florentin, schreibt Dead Ohio Sky. Auf die Linien konzentrieren und zum Verteilen der Energie X drücken. Ah, ich muss meine Energie. Ich habe 30 Energie. Was will ich damit machen? Die ruckeligen Umsehbewegungen nerven. Vor allem die von Florentin. Die von Lars nerven mich nicht. Das habe ich dazu erfunden. Okay, warte mal. Als kleinen Gag. Schau mal, 0 von 30. Das könnte ich komplett steuern. Oder ich entscheide mich für 15 und auch 30. Nee. Dann nehme ich die da hinten. Florentin schwitzt, geh bitte Lars spielen lassen, der ist cool. Ah, ich liebe unsere Community. Florentin schwitzt. Ich will nicht sehen, wie er schwitzt. Jedem. Ah, 30. Ah, ich muss ein Rätsel. Vor allem das Problem ist ja. Ach nee, so, auf sowas stehe ich ja gar nicht. Ne? Das hat mich schon bei Watch Dogs aufgeregt. Immer diese kleinen Hackerspielchen. Was ist das für ein Symbol? Was ist mit Kreis aus? Ah, okay. Higgs, ich kann in diesen Higgs einsteigen und wieder aussteigen, um Fernsehen zu bekommen. Alles klar. Okay, ich habe dieses Rätsel gelöst. Lars, du bist dran. Ja, toll. Jetzt hast du die ganzen Steuerungen hier schon drauf. Puh. Okay. Oh, sorry, tut mir leid, die ruckeligen Bewegungen nerven, tut mir leid. Aber ich find's gut, dass du da jetzt richtig ins Weitergebracht hast. Mich nervt Lars, Alter. Lars nervt mich mega. Sind wir im Spiel schon bei 20%? Ja, wir kommen jetzt noch der Endgegner, dann war's das. Ah, ja, der Florentin schwitzt, ey, lass mal Lars spielen. Hallo, wo? Ich schwitze. Ich glaube, das ist das aktionsreichste Spiel, das ich hier gespielt habe. Also. Finde ich eigentlich ganz gut, diese Atmosphäre. Man ist ganz allein mit seinem Assistenten da gefangen. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Metroid. Aber ich habe auch nur zwei Spiele in meinem Leben gespielt. Ich habe nur Wind Waker und Metroid Prime gespielt. Von daher. Tu doch nicht so. Entscheidet es mich an eins von diesen beiden Spielen. Florentin, hilf mir. Hilfe. Warte mal, du musst nur hinten drauf drücken. Warte mal. Hilfe. Florentin, Hilfe. So, und jetzt muss es passen. Ja, ist halt alles unscharf. Ja, unscharf ist ein Problem, aber da musst du. Warte mal, dann. Na, oh. Und so. Ja. Und dann kannst du noch mit dem. Ja, ja, das ist sowieso alles schwachsinnig. Mit einem. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der. Ja, ist komplett unscharf, aber fürs Entertainment arbeite ich weiter. Nee, guck mal hier, hier mit dem Knopf kannst du vor- und zurückschieben. Okay. Hier. Mach's mal ganz an mein Gesicht rein. So ist gut. Aua, ja, so ist gut, das tut schon weh. Nee, ist gut. Ah, alles klar. Florentin, hast du schon so ein bisschen erfahren, wie man zum Beispiel den Laserstrahl macht? Den hätte ich ganz gerne. Ja, mit R2 und L2. Mach mal L2. Ja. Das ist der Laserstrahl. Und mit R2 kannst du dann Sachen hochheben. Aber hast du schon irgendwas mit dieser Wasserturbine angestellt? Ja, die hab ich doch gerade befreit von den Steinen. Ich guck dir doch nicht zu beim Spielen. Ich guck mal, ich habe jetzt durch die Leitung habe ich dem da hinten Strom gegeben, wo jetzt blau ist. Da kannst du jetzt hin. Und dann kannst du auch zu dem Dinosaurier wieder gehen und dich um den kümmern. Da hast du Strom ran? Das ist die schlechteste Grafik, die ich je in meinem Leben erfahren musste. Das stimmt nicht, das ist schon okay. Das ist nicht okay. Das ist besser. Ich weiß nicht, ob es an meinen Augen liegt, aber ich sehe jetzt gerade einfach 3 Pixel insgesamt. Ach Quatsch, die ist besser als Wind Waker. Also ich finde es ganz gut. Oh, jetzt kannst du, jetzt schon mal, weil du jetzt Strom hast, kannst du sogar die großen Kisten bewegen. Und den Dinosaurier abschießen. Wir einen neuen kaufen. Na los, Laika, mach dir keine Sorgen wegen Higgs. Ich muss nur an deinem Training arbeiten. Wer ist Laika? Ach, Laika ist Laika ist der Roboter und das ist Higgs. Drücke damit Laika das Objekt. Und Laika ist der Dino. Runter. Laika? Jetzt der große Test. Kann es sich merken, ja, hallo, Laika. Verstecken spielt? Ja, hallo, du kleines Dumpfding. Wie siehst du denn unten rum aus? Ich kenne den Weg. Lars schwitzt. Hallo. Oh, lass mal Florentin spielen, Lars kann das nicht. Lars hat wohl noch nie ein Spiel gezockt. So, jetzt kannst du mal gucken. Der gesamte Groll und Hass unserer Community wird auf dich ausgewälzt. Das ist mir doch scheißegal. Verstecken spielen beginnt bei dem Baum. Simples Tier, simples Tier. Sagt der hier nach 5 Sekunden schon. Jetzt musst du dich in den Ball verwandeln und da unten durchrollen.
Arschloch. Komm mal hier. Komm mal hier jetzt. Komm jetzt her! Ich glaub, da kommst du nicht durch. Da musst du mit dem Dino durch. Oh, mir wurde gerade extrem schlecht. Komm mal her. Mir nach. Florentin, was machst du? Ich gehe hier lang. Florentin, hör auf mit der Scheiße. Florentin, verpiss dich! Ich hab panische Angst vor Bienen. Ja, hol dir auf jeden Fall den Kegel, Lars. Das ist das Allerwichtigste, dass wir uns um die Unterhaltung kümmern, dass der Typ kegeln kann. Ja, Florentin, dann rette du mich doch jetzt mal. Mhm. Ich hab dich ja mit dem Wasserdings und so dir geholfen. Jetzt kannst du mir hier helfen. Was muss man machen? Das ist gar nicht so leicht, was, das ist Spiel? Das ist gar nicht so leicht. Ja, ich hab ja nicht rumgereckt. Okay, mir ist kotzübel. Hier entlang. Das ist so eine dynamische Pose, wenn man beim Spielen immer nach links guckt. Das ist einfach so gut. In 10 Jahren sitzt man in Soccer Call of Duty und guckt die ganze Zeit nach links auf dem Sofa. Das sieht einfach so gut aus. Ich kenne den Weg. Oh, ist das nervig. Was muss ich denn jetzt machen, Kinder? Wir wissen, ob das was taugt. Sag mal bitte was zur Steuerung und wie es sich spielt. Kennst du den Inhalt? Okay. Sag mal, wie es sich spielt. Oh, jetzt ist es ein bisschen schärfer geworden. Also mir war gerade wirklich zu Recht kotzübel, weil ich offensichtlich falsch bedient hatte alle. Ja, Steuerung ist katastrophal, finde ich. Wenn man sich immer so, also ich kann nach links gucken, wenn ich so mache, dann ist halt rackelig. Oder ich gucke dahin und dann guckt man halt die ganze Zeit nach links, wenn man nach links gehen will. Das ist aber auch albern. Also irgendwie so. Nee, aber du kannst dich schon mit den Sticks, kannst du dich schon noch umschauen. Das schon, aber dann ist es halt so. Ich kenne den Weg. Das stimmt schon, ja. Ich glaube, man hat das schon irgendwann raus, aber man ist halt extrem langsam. Also das nervt mich schon mal total. Ich will, dass man so Rollen machen kann, wie bei Metroid. Hier nach! Geh ich doch einfach mal nach runter. Das beste Spiel der Welt. Folge mir! Folge mir, sagt er. Hör doch mal zu, was er sagt. Ich dachte, ich so. Alter, ist mir schlecht. Ich sag doch zu ihm, folge mir, oder? Nee, du sprichst doch gar nicht. Achso, er sagt nein. Diese okay, Kugel hat doch gesprochen. Diese Kugel hat doch gesprochen. Ich hab kurz den Dino. Wo ist denn dieses Scheißviech? Ach so, da rein oder was? Ja gut, dann fliegen wir jetzt wieder heim und sagen, das war unser Let's Player-Erlebnis. Alter, ist mir schwindelig. Los geht's! Man kann das Bild neu zentrieren, schreibt jemand. Das Umsehen kann man, glaube ich, in den Optionen einstellen. Ja, Kinder, Mann, ich will jetzt irgendjemanden töten oder so. Mann, geh doch nicht wieder in die Kapsel, du Pfeife. Geh doch raus. Pfeife? Der hat doch gesagt, Hicks hat doch gesagt, du sollst ihm folgen. Ich finde den Affen doch nicht. Wo ist der Affe? Die fliegende Kugel. Ja, wo ist sie denn? Ich finde die nicht. Da hinten ist sie. Folge mir. Hello? Ich finde es so gut, dieser genervte, nach unten guckende Typ die ganze Zeit. Ach, ich habe keine Lust. So, ja, jetzt? Ich kenne den Weg. Ach, hier ist ein Pfeil. Ja, frag mal die Community, die sollen uns helfen, verdammte Scheiße. Wofür ist sie denn da? Nächstes Mal vielleicht lieber Pong, das Spiel ist schon ein bisschen zu kompliziert. Du bist zu weit weg vom Wix. Das stimmt. Geh in Reichweite, um das Multitool aufzuladen. Pong habe ich nie gespielt, tatsächlich. Ja, aber selbst uns nicht helfen können. Ja, wir hören aber auch nicht hin. Was sagt er? Pong. Kollege. Hier entlang. Jawohl, du scheiß Arschloch. Ja, hier entlang. Und dann, ja, und dann komme ich und dann sagt er hier entlang. Und dann komme ich und dann sagt er hier entlang. Ach, da rein, da hin. Ah, das erinnert mich ein bisschen an Metroid Prime irgendwie. Das ist ein ganz gutes Spiel. Da musste man auch so Sachen abscannen, die an der Wand sind. Das fand ich immer ganz gut. Sollen wir Verstecken spielen? Was, du gerade? Oh, wir spielen jetzt hier gerade wirklich mit Raika Verstecken. Das darf doch nicht wahr sein. Versteck, können wir mal nicht einen Spielstand laden, wo es einigermaßen abgeht? Robin gegen Laika. Wer ist denn Robin? Bist du das oder was? Ich bin wahrscheinlich Robin. Deswegen heißen wir Robinson. Wir haben jetzt trotzdem Kackenübel. Es ist zu weit weg. Ruf es her. Ah, hierher. So jetzt kannst du das Versteckspiel starten. Okay, dann starten wir es. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Vier, nee, du zählst doch, also muss ich der andere verstehen. Achso. Ich komme. Du bist einfach nur 2 Meter weitergelaufen. Nee, ich glaube, jetzt musst du Leica suchen. Nein, naja, es ist echt ein Riesenspiel. Jungs, ich kann es euch sagen, kauft euch dieses Let's Play. Nein. Dieses Game. Kauft euch die DVD dieses Let's Plays. Immer wärmer. Wärmer, sagt er? Ist so langsam. Ich finde es so gut, dass man so langsam ist. Ah, die ist da drin. Nee. Wärmer. Ja, ich wollte schon immer mal Verstecken spielen mit Leica. Nein, kälter. Ah, er sagt kälter und wärmer. Ich weiß doch. Ja? Ja, wärmer. Was hat es denn da? Das ist... Florentin? Ah, du hast sie gefunden. Ich weiß doch. Ich will nur, dass er auf deinem Platz bleibt. Sie ernsthaft beschädigt. Sie enthält wertvolle Daten. Wir sollten sie sofort scannen, Robin. Ah, du musst sagen scannen. Das kenne ich von... Metroid Prime heißt das Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr jungen Hüpfer das überhaupt noch kennt. Das gab es für die Gamecube früher. Da musste man auch so Sachen scannen. Das war echt ganz, ganz gutes Spiel. Man wird doch nicht einfach ins Lager gewählt. Dein Haustier muss sie hergebracht haben. Da sind Bissspuren an der Außenhülle. Das darf nicht wahr sein. Es hat an ihr herumgekaut. Du musst dein Haustier an die Leine nehmen. Als nächstes bin ich dran. Was passiert wohl, wenn so, wie oft mache ich das noch, bis die Leute sagen, ich bin komplett bescheuert? Nein. Florentin, wo bist du? Florentin, sag was. Ich bin hier. Ja, das ist nicht gut. Können Sie nicht einmal ordentlich recyceln? Wäre doch nur ein Abfallverwertungsmodul in der Nähe abgestürzt. Dann könnte ich auch dein Haustier entsorgen. Florentin? Hm? Was machst du da vor mir? Nichts, ich habe nur was getrunken gerade. Und dazu musst du aufstehen. Ja, wir hören auch nicht zu, das ist Quatsch. Du musst es scannen, Alter. Du musst die Grünen einsammeln und nicht die Roten nicht. Robin, sammel die Grünen ein und die Roten nicht. Ich will sehen, ob dein Haustier Daten. Ich hasse sowas, ey. Falls ja, darum geht's doch gerade überhaupt nicht bei Dinosaurierwelten. Oh. Yes! Das ist eine Fortschritt freigeschaltet. Von der Esmeralda vorgeschickt, um die Basis unserer Gesellschaft zu gründen. Ja, hasse ich. Ein Teil unserer Geschichte. Esmeralda, Commander? Was ist das? Du bist jetzt wieder dran gleich, mir ist kotzübel. Einheit 11886 von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Mann, du musst X drücken. Landwirtschaftskapseln. Mann, wir hören das uns doch gerade an, Peach. Hallo? Hier spricht X, Kolonieeinheit 11886 von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Derzeit dringen sämtliche Landwirtschaftskapseln in die Atmosphäre ein. Da wir sie seit Jahren. Mann, nicht komm, das interessiert doch niemanden. Klick doch da drauf, mach doch die Mission. Such doch da links aus dem Reiter links. Nimm doch die Mission an. Ah. Diese Jungs haben einen Landeplatz gebaut. Wenn unsere Crew da draußen ist, werden sie dort die Kolonie gründen. Nein. Die Hicks-Einheiten können uns sagen, wo sie sind. Es muss noch mehr geben. Okay, du bist wieder dran. Finden wir sie. Verstehe. Die Daten hier deuten an, dass... Das ist echt mal ein neues Lieblingsspiel, ich sag's dir. Nee, ich mag ein anderes Spiel lieber. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es heißt Metroid Prime. Das ist, da spielst du so ein... Hat irgendjemand geschrieben, dass du es so oft erwähnst und deswegen machst du es zum Running-Gag? Alles okay? Geht's dir gut? Nee, überhaupt nicht. Du bist ganz bleich. Ja, mir ist echt auch kotzübel. Aber gut, jetzt bin ich wieder bei meinen Freunden im Chat. Herzlich willkommen beim Videospielsender Rocket Beans TV. Wir kennen uns aus. Ist welches? Ist meine, Martin? Die mit weniger drin. Oh Mann, ey, dass es mal scharf ist. Ich wollte einfach nur mit dir zocken eine Runde, meinen endlichen Let's Play machen, du und ich. Und jetzt sitzen wir hier wieder mit der Scheißbrille und raffen nicht, wie die Menüs aufgehen. Ist doch scheiße. Ah, ich kann jetzt Leica schicken. Ja, dann schick Leica doch zum scheiß Pfeffer, ey. Da. Dahin. Lars hat super gespielt, steht hier. Ja. Dahin. Los. Ja, geh doch dahin, du dahin. Kasper, ey. Wir sollten uns das Tor einmal ansehen, Robin. So, was willst du jetzt? So, ich bin wieder am Start bei euch, Chat-Huren. Wie geht's? Da ist Leica hin. Jetzt lass es sie anmelden. Um Leica brüllen zu lassen. Leica brüllt.
Ah, jetzt haben wir die Dinosaurier verscheucht. Nur ungern Angst, Lars kotzt und Florentin schwitzt. Wow. Danke für all deine Hilfe. Ich weiß, dass du dein Zuhause nicht ständig in Schuss halten willst, aber es ist... Kann man nicht ein bisschen schneller sich bewegen? Guck dir das mal an, das ist euch... Lars schwitzt beim Kotzen. Also. Florentin schwitzt. Warum ruckelt es so beim Umschauen? Okay, ich guck mal. Kann ich ihn jetzt immer noch schicken? Dahin. Habt ihr schon mal VR gespielt und wurde euch auch schlecht? Und wenn ja, gibt's da irgendwelche Tipps dagegen? Oder muss man es einfach häufig genug spielen? Los! Dahin! Los! Lass dir nichts einreden, dahin. Das war fantastisch. Das sehe ich auch so. So, was willst du jetzt, Kollege? Los! Bring um! Geh jetzt! Was? Los! Bring um! Geh jetzt! Florentin schwitzt jetzt schon. Lass mal wieder spielen. Los! Ah, sehr gut. Leider nicht mehr spielen, mir ist kotzübel. Also, Freunde, los geht's. Es gibt da draußen eine ganze Welt zu erkunden. Warum kann ich denn jetzt auch schon nicht mehr... Ah, ja. Es hat aufgegeben. Was hat aufgegeben? Ich frag mich echt, ob das für die Let's-Play-Welt einfach eine Katastrophe ist, dass diese VRs entwickelt wurden. Hat denn schon mal einer ein wirklich interessantes Let's-Play mit VRs eines gemacht? Tages ja, schon alle anderen außer Flo und Dina Lars. Genau wie das Monster da draußen. 4 Meter groß und extrem hungrig. Okay. 4 Meter groß und extrem hungrig? Einfach den Magen auspumpen lassen vorher, wird mir hier geraten. Einmal kotzen, danach nie wieder spielen. Sieh dir nur einfach mehr schwitzen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir so lange Dinosaurier aus dem Lager heraushalten wollen. Jetzt. Ich soll Anne mal fragen, die hat so Akupressur-Dinger gegen Motion Sickness. Das ist doch mal ein interessanter Tipp. Arme, Kopf und Hut. Was ist denn Akupressur? Es gibt Akupunktur und Akupressur. Akupunktur ist... Ja gut, interessiert sich offensichtlich mehr für den... Ja, sorry, wenn der ganze Biest auf mich zuläuft. Guck mal, steht er hier. Leica ist doch kein Biest, bitte. Aber da muss man dann an ganz, ganz speziellen Sachen drücken, oder was, bei Akupressur? Ja. Okay, ich raff überhaupt gar nicht. Das kann es nicht. So, ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen zuhören, was mir dieser gute Hicks hier sagt. Das Spiel ist einfach sagenhaft schlecht. Ich find's super. Es erinnert mich ein bisschen... an GTA, ne? Sag mir, was du von mir willst! Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir zu Hause so ein Spiel, dann so eine VR-Brille aufsetze und dann da erstmal eine Stunde irgendwie hier mit Leica spiele und Verstecken spiele. Kollege, bitte sag mir, was du von mir willst. Was muss ich jetzt machen? Der hat dir irgendwas gesagt von einem 4 Meter großen Monster, aber ja, und jetzt? Wenn einem schon schlecht wird beim Spielen, dann muss es doch auch Action sein. Los! Ach Gott. Ey, ist das ein Hammer. Ich bin so langsam. Vielleicht musst du irgendwas drücken. Drück mal ganz schnell X hintereinander oder R5. Drück mal R5. Ich weiß nicht, was... okay. Oh. Bist du eigentlich da, wo du den Dino vertrieben hast, auch weitergelaufen? Konnte man da durch? Jetzt ist was passiert. Schön, geh durch. Aber dieses Gegenstände hochheben kann ich nicht mehr, oder was? Die Fähigkeit habe ich verloren. Lars schwitzt die Kotze aus. Beweg dich doch. Ich würde morgen gerne mal das wird immer absurder. Seit irgendwann gestern Nacht erhalte ich kein Signal mehr vom Kobot. Uns soll doch nicht das Essen ausgehen. Gut, dann sammeln wir Essen. Sammeln wir mal Essen jetzt. Scan das mal mit R1. Mit R1. Ja, ihn tue ich doch. Aber die sind zu weit weg. Gut gemacht. Jetzt siehst du wohl. Ich füge die Daten jetzt zu deinem Infokarte. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ich esse doch kein Schmetterling. Dass man dann die Punkte einsammeln muss, das finde ich gut. Das finde ich beschissen. Hasse ich. Aber ich hasse diese Minigame-Scheiße. Geschicklichkeitsdeck. Warte, kann ich jetzt auch die Libelle analysieren? Libelle. Got it. Ey, das ist wieder so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, aber Metroid Prime-Krankheit, dass du alles analysieren musst und alles scannen musst, was über den Weg läuft und das eigentliche Spiel komplett in den Hintergrund rückt, weil du einfach nur alle Informationen haben willst. Okay, wir kommen auf jeden Fall weiter. Ja, zum Öffnen des Higgs-Menüs. Jetzt bin ich... Du musst Select gedrückt halten. Guck mal, ich helfe gerne Kreaturen in der Luft.
Select? Habe ich schon einige gefunden. Alles klar, okay. I got it. Ich weiß, dass ich dich nerv. Super Nintendo, aber du musst Select gedrückt halten. Es wird höchste Zeit, dass wir ernsthaft Forschung betreiben. Wieso fügst du nicht Tiere in das Infotarium? In das was? Pflanzen? Kann ich nicht analysieren. Gut gemacht. Ist das Spiel für dich so eine völlige Neuerung oder gibt es auch so Spiele, die dich irgendwie daran erinnern? Weiß ich nicht. Also es gibt schon viele Elemente. Also das mit den Dinosauriern habe ich so noch nicht gesehen. Maus! Ha! Maus! Boah, ey, mir wird wirklich schwindelig. Ja, mir ist auch kotzübel. Ich will einfach nur nach Hause und schlafen. Das sollten die Hände auf die Packung draufdrücken für dieses Spiel. Maus! Ich will einfach nur nach Hause. Nein, ein weiteres völlig intaktes. Nach diesem Spiel will ich einfach nur noch schlafen. Ich find, war das etwa das Spiel ist nicht so schlecht, aber es ist so langsam. Schnabeltier! Ja. Du hast recht. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen, leider. Da war ein Schnabeltier drin, Freunde. Wieso spielt Tini nicht den Schweißbrenner-Simulator? Oder die Hähnchenverkaufssimulator. Ich schwitze auch schon, schreibt. Ey, oh, Jung. So, Jung. Hier, so, Freunde, hier war erstens ein Schnabel. Oh, okay. Ah, okay, geil. Lars, nachher noch auf dem Berg. Du, wer weiß, wo der Abend noch hingeht, sag ich euch. Erstmal nach Hause schlafen und dann vielleicht auf dem Berg. Nicht die Roten. Ah, und nochmal. Ja, das ist nicht so leicht. Ja, und es ist vor allem auch nicht so interessant. Es mag sein, dass es nicht so leicht ist, aber vor allem ist es nicht so spaßig. Oh, du ja, wenn er sich bewegt, das kannst du komplett vergessen. Ach. Ach, warte, ich schaff das. Jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt. Bewegt sich wieder. Komm her, Schwanz. Was haben wir noch? Ah, okay, beweg dich. Was? Ah, ich hab's fast. Ah, nein. Da kotzt man ja ganz schön ins Schwitzen bei dem Spiel. Yes. Got it. Ach, ihr seid ganz lustig eigentlich. Ihr seid okay lustig. Okay, Pflanzen, kann ich Pflanzen analysieren? Nein. Ich habe hier aber andere Dinosaurier gefunden und ein Schnabeltier. Ich habe noch nie Ich habe noch nie während einer Show, in der ich vorkam, so viele vom Chat gelesen. So schlimm ist der gar nicht. Bearbeitung läuft. Geht lieber Motte in den Zoo. Leute, ich scanne hier alles ab. Motte. Lars, liebst du mich immer so wie damals? René? Beam? Mhm. Ganz doll feste sogar. Ja, oh ja, Freunde. Scan! Die Farm wäre in einem besseren Zustand, wenn die. Aber das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Für so ein Dreiviertelstunde-Let's Play ist das kein Spiel. Also da müssten wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre spielen. Guck mal, du scannst jetzt Schmetterlinge ein, damit wir für später wissen, was ein Schmetterling ist. Hier ist eine Matratze. Das ist doch schon von. Ist doch klar, dass es viel zu groß ist, dieses Spiel. Ja, hier hat jemand einfach seine Matratze hingeschmissen hier. Das ist ja. Frechheit. Guck mal, ist das ein. Also wirklich an die Spielentwickler an sich gutes Spiel, aber kann man denn nicht einen Tacken schneller laufen? Das Einzige, was du heute zu kommentieren hast, ist, dass es dich an Metopime heißt das Lars. Weißt du, erinnert und dass man einfach nicht so schnell laufen kann. Dann wieder den Florentin Will, Videospielejournalist. Bei Metopile könnte man sich in so einen Ball verwandeln und erstmal die Gegend geräumt. Und konnte man dann sehr schnell laufen, ja? Wie der Wind. Oh, Leute. Ich habe eine Ahnung. Aber da ist eine Kritik, die stimmt, von Heideko Yamakato 94, wie man sich einfach nicht an den Roboter hält. Wir müssen einfach nur auf den Roboter hören, dann ist man in 10 Minuten durch. Damit wir es ihnen heimzahlen können. Ja. Speedrunner haben das Spiel schon in 10 Minuten durchgespielt. Es gibt aber wirklich auch keine Möglichkeit zu sprinten. Denk dran, Sie Käfer! Oh, Pfeiltaste nach. Schnabeltier! Hab ich's? Ich bin ein scheiß Also, Pfeiltaste nach unten zum Laufen. Versuch das mal. Ist nicht dein Ernst. Versuch das mal. Hierher. Nee. Nee, vielen Dank, war ein nett gemeinter Tipp, aber du hast offensichtlich keine Ahnung. Los, brüll! Mach mal Pfeiltaste nach unten. Was meinst du mit Pfeiltaste? Oh, warte, da hinten ist ein Versuch mal die Analog-Pfeiltaste nach unten zu drücken. Nee, damit kommandiere ich doch den. Ja, dann muss ich aber gleichzeitig. Nee, ja, das geht doch nicht. Nee. Und damit kommandiere ich den Leica. Aber ich muss erstmal eine Schnabeltür bekommen. Okay, da ist es. Da ist es. Okay, gotcha. Ganz langsam. Schnabeltiere sind Wesen, die Vertrauen suchen. Komm her!
Oh, ist das ein leckeres Stück. Florentina schwitzt das Schnabeltier voll. Komm her! Schnapp, schnapp, schnapp! Laika, bleib! Ich schick Laika hier. Da. Ich weiß nicht, ob dieser... Dahin! Da! Select da, ist, da ist, da ist, da ist, warte, warte, warte. Alter, das ist ja... Ah, nee, warte, ich stell mich Laika, hier drauf. Sollen wir Verstecken spielen? Und Lock ist hier aus dem anderen Lock. Wir können doch jetzt nicht dieses dumme Schnabeltier jetzt fangen. Wir wollen Dinosaurier bekämpfen. Was ist das? Ach so, vielleicht Laika, ist das das Spiel. Sollen wir Verstecken spielen? Boah, Alter, das ist viel zu schnell. Ich habe gerade wirklich zum allerersten Mal realisiert, dass es ja vielleicht wirklich so ein Robinson-Ding ist. Oh, Wurm, Leute, Wurm. Florentin. Gotcha! Florentin. Raupe. Florentin. Florentin. Ja, Lars? Vielleicht ist es ja wirklich einfach so ein Spiel, in dem man nur so die Welt erkundet. Ja. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es jetzt gerade ein Tutorial ist und dann jetzt gleich so Call of Duty-mäßig das abgeht und man die Dinosaurier bekämpft. Aber das ist ja wirklich einfach nur die Insel erkunden. Ja, dann ist wieder schön. Dann freue ich mich jetzt gerade wieder über das Spiel. Okay. Ah! Ey, das waren doch alle, oder nicht? Ja, das waren alle. Ey, aber diese katzenhaften Reflexe, oder? Das ist mehrere Jahre Battlefield 2 Bad Company. Wo ist er? Komm her, du Schwein. Man könnte sich in der Zeit auch mal umgucken, ob hier irgendwie... Ich glaube, hier sind Maden drin. Ich stehe hier nur oben auf dem Stein. Diesen Leuchtkörpern sind Maden. Da, nein! Warum habe ich zuerst den roten? Boah, ist das schwer. Schnell. Oh, nein! Okay. Jetzt den Schwanz, auf den Schwanz! Maulwurf! Yeah, es ist kein Schnabeltier, es ist ein Maulwurf! Motherfucking Maulwurf! In your face! Yes! So, Kollege, was willst du? Got it! Laika, sollen wir Verstecken spielen? Den Maulwurf! Okay, und... Nein! Gottes Willen! Hä? Jetzt sieht aber ich hab schon noch den Maulwurf. Ja, du hast noch alles. Du bist nur einmal kurz gestorben. Ich hab schon den Maulwurf noch, oder? Das ist mir jetzt schon wichtig. Es ist doch jetzt scheißegal, lauf weiter. Kreaturen an Land. Maulwurf, got it. Wunderbar. Guck mal, wir kriegen hier einige Fs. Manchmal fürchte ich, dass was heißt es wirklich dumm ist. Respekt. Dann wieder denke ich, es ist gefährlich clever. Okay, ja dann. Der Gobot ist offline. Deshalb Maus? Sendet er kein Signal. Hallo Maus. Dein Wunsch ergibt ihn von einer zuverlässigen Nachricht. Läuft doch. Oh, was ist das? Käfer? Ist haben wir schon. Nee, hat man noch nicht. Ich habe eine Ahnung. Hier haben wir die ganzen Matratzen hier rumliegen. So, ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Stromgenerator hier irgendwie aktivieren müssen. Ja. Kein Problem. Das Wix ist ebenfalls offline. Ich denke, was machst du, Lars? Was? Irgendetwas hat sich gegen uns verschworen. Was willst du von mir? Etwas, das größer ist. Setz dich wieder hin, du bist nicht im Kameralicht. Oh wow, ich bin nicht im professionell ausgeleuchteten Kameralicht. Ich bin ganz normal hier. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Freunde? Ein Nest. Alter, ey, man kann... Leute, es tut mir wirklich leid, wenn ich es so ständig betone. Aber schaut euch mal bitte die Geschwindigkeit an. Ja, ist schon langsam. Das ist die Laufgeschwindigkeit. Ja. Das ist die Geschwindigkeit. Ja, das ist schon scheiße. Das ist die Strafe-Geschwindigkeit, aber auch das... Ja. Meine Herren, okay. Oh, es ist schön hier auf meinem Platz. Es macht mir total viel Spaß, hier zu sitzen und Florentin auf meinem Sessel hier zuzuschauen. Warum kann ich denn nicht mehr die Dinger bewegen? Boah, Leute, ey, der Mann wird... Was für ein schlecht geplanter Break. Das war wirklich ein Geniestreich. Oh, in meinem Kopf war das so geil. Wenn du das überall machst. Escaler am Hudson River. Ach, ist das die echte Welt oder was? Hudson River? Sind wir in England gerade? Das sieht aber ein bisschen anders aus, als ich das kenne. Ah, nächste Woche geht's ab. Da habe ich richtig Bock drauf auf Flixe Klicks wieder. Nächste Woche ist schon 17 Uhr. Ihr könnt es natürlich auch später nachschauen. Oder auch zurückspulen. Aber 17 Uhr live wäre geil. Könnt ihr mitspielen mit den neuen Tools. Das wird richtig der Hammer, bitte. Ganz kurz, wir müssen ein bisschen irgendwie ein System entwickeln, dass wenn der anfängt zu sprechen. Muss Robin dazu bringen, besser. Also wir haben jetzt noch 4 Minuten Sendezeit. Wir haben noch 4 Minuten Sendezeit. Ich würde sagen, du reckst einfach mal ein bisschen rum. Moment, insgesamt oder zur Pause? Pterosaurier stecken hinter diesem Strom. Insgesamt. Suchen wir den Beweis, okay. Damit wir es ihnen heimzahlen können. Wirklich insgesamt? Ja.
Das ist eine Kartoffel. Das ist auch ein Tier. Du wirst langsam Einsiedlerkrebs in your face. Also, wir haben jetzt einen Einsiedlerkrebs gefunden. Wir haben einen Maulwurf gefunden. Eine Raupe. Ich würde sagen, das ist das spannendste Spiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Das stimmt. Es gibt aber noch ein spannenderes Spiel. Ist das ähnlich? Zelda Wind Waker. Das ist richtig gut. Das ist auch sehr. Hat mich auch schon oft dran erinnert, das Spiel heute an Zelda. Oh! Eidechse. Gecko. Punkdame fragt: 17 Uhr, warum so früh? Unseren Slot hat eine andere, Salamander, relativ unbedeutende Sendung hier auf dem Sender geklaut. Salamander. Werdet ihr dann ja sehen. Wir werden aber weiterhin kämpfen für einen besseren Sendeplatz. Außerdem wollte ich nicht so spät dann. Die andere Möglichkeit wäre dann irgendwie bis 10 Uhr nachts jeden Freitag zu senden. Und da habe ich keine Lust drauf. Das bin ich auch ehrlich. Aber wir schauen mal, dass wir den Sendeplatz vielleicht nochmal umändern. Aber 17 Uhr, nächsten Freitag, verflixt sich nichts mit der Hammer. Hast du vielleicht die Windturbine da oben über? Also sagen wir, es wird ganz okay, so wie immer. Erwartet nichts Neues. Jetzt noch mal ganz kurz auf eure Fragen und den Chat hier mal kurz eingehen. Was haben wir hier? Ich finde euch echt nice, aber das Spiel ist Müll. Ja, sehen wir fast auch so. Wobei Müll will ich nicht sagen, wenn man sich darauf einlässt und dann irgendwie mal 10 Stunden zu Hause Zeit hat und ein paar Kotzeimer bereithält, dann hat man da sicher auch viel Spaß. Ich finde es nicht schlecht. Es ist wirklich leider einfach für mich fast ausschließlich die Geschwindigkeit, die es für mich unerträglich macht. Aber ansonsten... was ist das denn jetzt? Das habe ich doch halt vollständig analysiert. Was ist das denn hier für ein Ding? Besser 17 Uhr als kein verflixte Klicks. So nehme ich CCHD. Good old friend. Ey, CCHD, Alter. Der ist ja schon richtig oldschool. Hammer oldschool. Was haben wir noch? Lars, bist du ein Halbgott? Ja. Ich grüße meinen Sohn. Ja. Wie kann man denn ein Spiel machen, bei dem man mit der Geschwindigkeit straft? Wo findet man den Podcast? Wahrscheinlich gehen sie auf unseren WG-Podcast ein. Der wird ja nicht veröffentlicht. Der wird traditionell nicht veröffentlicht, das ist so ein bisschen der USP von dem Podcast. Man kann den aber bei uns zu Hause sich anhören. Genau, kommt einfach vorbei, ich habe ihn auf der Festplatte, können ihn anhören. Aber der hat irgendwas, ich muss irgendwas da oben analysieren. Du sollst die Leiter hochgehen, du Dödel. Ja, aber wie denn? Florentin, gute Arbeit. Wie denn? Okay, geh die Leiter hoch. Versuch's doch mal die Leiter hoch. Aha! Ich grüße euch beide. Wir grüßen zurück. Lars, wo kann man Poster von dir ergattern? Werde ich noch kreieren und zeichnen. Ihr habt die falsche Umschaueinstellung, okay? Es wurde uns so hier quasi übergeben, das Spiel. Okay, einfach die Leiter latschen. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich hier vorlesen kann. Ich komme da mal vorbei. Schreibt einfach mal auf Twitter uns beide, wie sehr ihr verflixte Klicks sehen wollt. Macht mal ein bisschen Promo, damit nächste Woche Freitag 17 Uhr auch alle reinschalten. Ich hoffe, wir können demnächst mal wieder ein Let's Play machen. Alter, ich räume hier richtig ab, Freunde. Das ist aber schon die Abmod, sorry. Achso. Ich hätte Bock, dass wir beide mal ein richtiges Let's Play machen, nicht so ein VR-Quatsch, weil das ist einfach nicht, das ist noch nichts. Das macht mir keinen Spaß. Das Spiel macht mir keinen Spaß. Mir wird schlecht, den Zuschauern wird schlecht. Wer hat davon irgendwas? Niemand. Ich hatte noch nie was, so wie Motion Sickness oder sowas. Aber da teilweise das gepaart mit der wirklich quälend langsamen Geschwindigkeit, hat mich wirklich genervt. Meine Spieleempfehlung für heute Abend: haut einfach nochmal Metroid Prime rein. Ist ein richtig gutes Spiel. Ansonsten seid nächste Woche mit dabei, wenn es wieder heißt: Du Ball ab, verflixte Klicks! Bis dann, mach's gut. Ciao.